Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Seht ihr den Kölner Dom im Hintergrund? Aber nein, heute geht's nicht nach Köln, heute geht's nach Leverkusen. Heute sichert sich nämlich der VfB das DFB-Pokal-Halbfinale. Gibt heute einen geilen Stadionvlog, DFB-Pokal-Viertelfinale Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Wenn euch das Video gefällt, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Kommentiert, wie viele Tore Dennis Unterfurt schießt, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Und wir gehen jetzt zum Stadion. Jetzt seht ihr im Hintergrund die Bayer-Arena. Haben es gerade schon gehabt. Es hat leichte Ähnlichkeiten mit der MHP-Arena, aber natürlich in Stuttgart schon nochmal ein ganzes Stück größer und natürlich auch ein bisschen schöner. Ihr hört vielleicht, der Wind pfeift. Also es wird kalt heute Abend auf jeden Fall. Aber ich bin heute optimistisch. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich gehe mit einem 2-1 in VfB Stuttgart. Sehr, sehr, sehr gut möglich. Doppelpack. Dennis Undorf. Traue ich ihm zu heute. Kommen weiter, Halbfinale, gute Stimmung. Ja, schauen jetzt mal, was noch so vor und im Stadion los ist. Es ist kalt, Freunde. Und jetzt rein. Vamos. Jetzt haben jetzt die ersten VfB-Fans hier getroffen. Männer, wie geht's aus? Kommen wir heute weiter, ist die Frage. Ich sag 2-1 Sieg nach Verlängerung. Was sagst du? Ich sag, es wird ein schweres Spiel, aber ich sag, es wird ein 2-0 für Stuttgart. Sehr gut. Ich bin auch bei einem klassischen 2-1. Ich sag, wir kommen weiter in 90 Minuten, aber ja, wird spannend, wird ein Spiel auf hohem Niveau, aber wir packen es schon. So sieht's aus. Wir kommen weiter. Wir haben noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Nämlich in der Bayer Arena, also wirklich im Stadion drin, ist ein Hotel. Kann man jetzt noch ein bisschen was essen, trinken, wenn man möchte. Ist ganz cool gemacht. Ist, glaube ich, auch Deutschlands einziges Stadionhotel, soweit ich es weiß. Zeigt euch jetzt mal hier noch, wie es hier so aussieht. Schöne Skybar am Start. Auf jeden Fall ganz cool. Unter der Anzeigetafel vom Bild werden wir nachher auch sitzen, Freunde. Also, let's go. Nick testet jetzt die Wurst für uns. Die Stadionwurst. Was gab's Gutes? Eine Krakauer. Rote Wurst. Krakauer mit Senf. Sagst du Senf? Senf, Mayo oder Ketchup? Nee, muss Senf auch. Immer Senf. Ja. Immer Senf. Ja, dann lass dir mal schmecken. Und dann wollen wir eine Bewertung 1 bis 10. Und dann nimmst du mal noch einen zweiten Bissen. Erster Biss sah schmackhaft aus, zweiter Bissen weiß ich nicht. Ja, ist nichts Besonderes. Eine rote Wurst halt einfach so. So, Bewertung 1 bis 10 würde ich so 6,5. 6,5, also Bayer, da ist noch ein bisschen Bedarf nach oben da, würde ich sagen. Aber schlecht ist sie nicht. Okay. Ich glaube, Benji hat die Feuerwurst in Mainz auf die 1 gewotet. Und nächstes Trip nächstes Jahr nach Mainz. Hoffentlich spielen die Kollegen noch erste Lieder. Nein, Spaß, aber 6,5 ist auf jeden Fall ist okay, aber... Ja, geht mehr. Geht mehr. Ist richtig, richtig krass gemacht hier. Einfach hier. Auch da haben sich die Leute in der Bayer-Arena nicht vorgestellt. Einige Plätze gegen die Hände gefunden haben. Aber wir sollten dann nicht vergessen, dass das Stuttgart und wir kommen natürlich ein bisschen schön, dass wir heute Abend eigentlich produzieren. Wir haben ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Normalerweise immer arme Mann, aber der Mann ist jetzt so glücklich, weil er hat seine Wurst gegessen. Also das Thema Essen und Hunger ist jetzt euer Lady. Und schaut euch mal unsere Plätze an. Gracie. Ich muss wirklich sagen, ich hatte selten so gute Plätze, wo ich auch vor allem über die Mauer sehe. Echt, also ja, sie sind hinterm Tor, aber wirklich stark, muss ich sagen. Und hier, Freunde, hier gibt es nachher die VfB-Tore. Mark my words. Die Aufstellung vom VfB ist da. Wir haben natürlich Nübel im Tor. Dann die klassische Dreier- bzw. Fünferkette, den Ball. Ito frisch zurück aus dem Asien-Cup. Spielt von Anfang an zusammen mit Rohr und Anton. Maxi Mittelstädt. Wagnermann auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Atta und Angelo natürlich im Mittelfeld. Und dann haben wir offensiv Milo, Führig und Unders. Thank you.
Und die 8 auf dem Rücken finden Robert! Und Nummer 10 heißt Claudia! Und wir kommen zu der Nummer 2, hier ist Edmund! Mit der 40 spielt Patrick! Die 20 trägt Alejandro! Und der Nummer 30 ist Jeremy!